Moin moin, heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar zu diesem Buch hier, Pawson's Peak von Jörg Benne, illustriert von David Stege. Erschienen ist es im Manticore Verlag, kostet 14,95 Euro in dieser Taschenbuchausgabe und hat in etwa 340 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen vom Verlag und sage vielen lieben Dank dafür, denn das Buch war schon auf meiner Wunschliste, seitdem ich mir die Neuerscheinung für das erste Halbjahr 2021 angeschaut habe. Ich habe euch ja dazu auch ein Video gedreht, welche Neuerscheinungen da auf meine Wunschliste gelandet sind. Und ja, da passt es mir natürlich super in den Kram, dass der Verlag über Facebook an Vlogger und Blogger herangetreten ist und dieses Buch als Rezensionsexemplar angeboten hat. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ja, und jetzt habe ich es gelesen, beziehungsweise gespielt, muss man ja auch sagen. Denn hierbei handelt es sich um ein Mystery-Spielbuch, gepaart mit Rätseln. Das ist mittlerweile mein viertes Spielbuch. Und ich kann mittlerweile so ein bisschen vergleichen und schauen, welche Spielkonzepte mir besonders gut gefallen und was mir nicht so gut gefällt. Und ja, finde es richtig toll, dass ich euch wieder so eins vorstellen kann. Wenn euch das interessiert und ihr weitere Empfehlungen haben möchtet, dann schaut mal in die Infobox. Da habe ich euch die Playlist zu den Spielbücher-Rezensionen verlinkt. Und da sind auch wirklich ganz, ganz tolle Bücher dabei. Ja, wie ist das Konzept in einem Spielbuch allgemein? Es geht eigentlich darum, dass du als Leser in die Hauptrolle schlüpfst und Entscheidungen fällen kannst, wie die Geschichte weitergeht. Du liest dieses Buch nicht von vorne bis hinten chronologisch, sondern es gibt bestimmte Absätze und hinter jedem Absatz gibt es eine Entscheidung zu fällen, was du machen möchtest, was du untersuchen möchtest, wohin du gehen möchtest. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, gibt es einen Hinweis, wo du weiterlesen musst. Diese Abschnitte sind nummeriert und es wird dann immer gesagt am Ende, wenn du dich dafür entscheidest, dann geh zu dieser Nummer. Ja, und manchmal muss man eben auch Rätsel lösen, um weiterzukommen oder Kämpfe ausfechten. Im klassischen Fantasy-Spielbüchern ist das so. Hier sind die Kämpfe. Allerdings spielen hier keine Rolle, sondern es hat hauptsächlich was mit Untersuchen und mit Rätseln zu tun und eben mit Entscheidungen zu fällen. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, kann das Buch eine unterschiedliche Entwicklung nehmen und auch unterschiedlich enden. Das heißt, man könnte dieses Buch quasi öfter durchlesen und immer wieder andere Enden vorfinden. Ja, bei mir ist es allerdings so, ich bin immer so neugierig, was sich hinter der anderen Ecke dann befunden hätte, dass ich das dann parallel auch noch lese, was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil von da gibt es ja wieder Entscheidungsmöglichkeiten und ich möchte dann auch sehen, wie es da weitergeht, habe aber gleichzeitig noch den Finger da, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, also das muss man dann immer selber für sich entscheiden. Ich habe zum Schluss auch das Buch nochmal durchgeblättert nach Rätseln, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe oder Ecken, die ich noch gar nicht erkundet habe, weil ich einfach dieses Buch ausschöpfen wollte. Ja, worum geht es eigentlich? Es handelt von einem Haus, Pawson's Peak, das Wohnhaus eines Erfinders und eines Spielzeugfabrikanten. Und der ist schon sehr, sehr viele Jahre verstorben, aber sein Anwesen und seine Hinterlassenschaften werden halt weiterhin verwaltet, weil er eben so ein großer Erfinder war und er viele Dokumente hatte und viele Erfindungen, die man jetzt sichten kann. Und dieser Sachbearbeiter, der das alles gesichtet hat, unter anderem heißt Sid. Und er bekommt nun den Auftrag, nochmals in dieses Haus zu gehen und nochmals zu schauen, ob da irgendwas noch zu sichern ist, denn dieses Haus steht am Rande der Klippen und die Klippen fangen an, nach und nach abzubrechen und es soll ein Sturm aufkommen in den nächsten Wochen und da besteht die Gefahr, dass auch das Haus mit in die Fluten stürzt und dann wäre alles verschwunden. Es gibt nämlich viele, viele Rätsel, die sich um diesen Erfinder ranken, der dort gewohnt hat. Er ist unter mysteriösen Umständen verstorben, genauso wie seine Frau und einige Personen sind dort verschwunden und es soll noch eine Erfindung von ihm geben, die nie gefunden worden ist. Ja, und danach soll jetzt der Sachbearbeiter schauen, unter anderem aber auch
dem Rätsel nachgehen, warum dieses Haus so viel Strom verbraucht. Denn es gibt immer noch Stromrechnungen, die bezahlt werden, was über Licht hinausgeht. Die Stromrechnungen sind so hoch, dass da irgendwas noch ja, am Laufen sein muss. Und das soll eben Sid nachprüfen. Er kommt aber nicht weiter. Er hat das ja vor Jahren schon mal durchsucht, die Zimmer des Hauses, und hat die wichtigsten Dokumente ja, seiner Meinung nach eigentlich schon rausgeholt. Aber er hat einen Freund. Und dieser Freund kennt sich mit Gebäuden aus, mit Architektur aus. Und er hat ein großes Hobby. Und zwar ja, begeht er Lost Places, also Gebäude oder Orte, die verlassen sind und die aber ja, noch irgendwie Geheimnisse bergen könnten. Und diesen Freund fragt er. Und in diese Rolle schlüpfen wir als Leser. Wir sind dieser Freund, der zusammen mit Sid jetzt in dieses Haus hineingeht und jetzt eigentlich nur noch 2 Tage Zeit hat, bis der Sturm kommt, um die Dokumente, um etwas zu bergen, um etwas herauszufinden. Ja, und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Es spielt an einem klassischen Setting, wie ich finde, einem klassischen Grusel-Setting, also das Setting eines Geisterhauses, wo es irgendwie zu spuken scheint. Aber es wird eben vermischt mit diesen verrückten Erfindungen mit ein bisschen Technik, aber nicht Technik im modernen Sinne, sondern eben mit Zahnrädern und ja, es ist halt alles so ein bisschen trotzdem irgendwie noch sein Zauber und es ist nicht zu modern. Also sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemocht. Aber diese Mischung fand ich einfach toll. Und ich finde, Spielzeug, altes Spielzeug hat irgendwie auch immer ein bisschen was Gruseliges, so alte Puppen oder sowas. Das hat mich durchaus gefesselt. Also man wird hier auch durch einen Prolog in die Geschichte hineingeleitet, damit man die Vorgeschichte weiß, die Vorgeschichte kennt und dann geht es los. Ja, das Besondere ist, dass wir hier einen Plan haben. Wir haben einen Plan des Hauses vom Erdgeschoss und Obergeschoss und jedes Zimmer hat eine Nummer und jede Nummer gehört zu einem Abschnitt. Und es gibt immer Augenblicke in diesem Buch, wo man selbst entscheiden kann, welchen Raum möchte ich jetzt untersuchen. Und es gibt auch Momente, wo man in einem Raum etwas entdeckt und das verändert diesen Raum und man muss die Nummer ändern. Also die Geschichte entwickelt sich mit deinen Entscheidungen mit. Ja, diese besonderen, ja, Karten oder Regelwerke, die kann man auf dem, ja, auf der Website vom Manticore Verlag auch ausdrucken. Das habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich nicht ungern ins Buch schreiben möchte und weil ich es lieber auf DIN A4 habe und dann da reingeschrieben habe. Man muss sich eben viele Notizen machen, man findet Gegenstände, die man benutzen kann und womit man rätseln muss. Man kommt natürlich auch an Rätsel, wo man sich vielleicht mal die Zähne ausbeißt. Ich fand es nicht allzu schwer. An ein Rätsel habe ich mir ziemlich die Zähne ausgebissen und ich wollte partout nicht Hilfe holen, denn Sid, dein Begleiter, ist immer auch dabei, dir ein paar Tipps zu geben, wenn du nicht weiterkommst oder eben zur Not auch das Rätsel zu lösen. Aber du schreibst dir auch immer Punkte auf, wenn du ein Rätsel gelöst hast, um am Ende dann festzustellen, wie gut du warst, in Anführungszeichen. Es waren tatsächlich nicht nur Rätsel mit Zahlen oder wo man irgendwas erkennen musste oder irgendwas entdecken musste oder irgendwas durch Knobeln erreichen musste, sondern es hatte manchmal tatsächlich auch etwas mit Geschicklichkeit zu tun, was ich sehr überraschend und auflockernd fand und das macht das Ganze natürlich noch spaßiger. Und es ist immer gut, einen Stift und Papier zu haben, um dir irgendwas Auffälliges, was du in Räumen entdeckst oder irgendwo liest, die aufschreiben zu können für spätere Rätsel. Ja, also das hat schon so ein bisschen den Entdecker in mir geweckt und ich fand das richtig gut. Es fing an und ich dachte so, muss ich jetzt das ganze Haus durchsuchen und Rätsel lösen und die Geschichte geht gar nicht voran. Da war ich erst ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt nur entdecken muss und es wird dann einfach, werden einfach nur die Räume beschrieben. Und einfach nur, was man sieht. Und das fand ich dann fast schon ein bisschen lahm, aber es wechselt sich ab. Es kommen immer wieder Briefe zutage oder Erinnerungen oder man spricht mit Leuten, es gibt Dialoge, die sich dann erinnern und so weiter, wo dann die Geschichte auch vorankommt und die Geschichte mehr Tiefe bekommt und noch mehr Geheimnisse,
ja, aufgedeckt, aber auch wieder neue Geheimnisse geschaffen werden. Und es hat durchaus so kleine gruselige Momente, die, ja, die einen auch so ein bisschen schauern lassen. Ich habe das Buch auch immer nachts gelesen. Ich habe das Buch innerhalb von 3 Nächten, sage ich mal, durchgespielt, durchgelesen. Und es hat mir so viel Freude bereitet wieder. Und ich kann es auch nur empfehlen, irgendwie nachts zu lesen, weil das so, ja, irgendwie die Atmosphäre noch erhöht. Und diese Bücher ziehen einen einfach in ihren Bann und es gibt so einen gewissen Sog, weil im Grunde ja jeder Absatz mit einem Cliffhanger endet. Es gibt halt keine richtigen Kapitel. Jeder Absatz endet mit einem Cliffhanger und du musst entscheiden, wie es weitergeht. Und weil man dann immer so neugierig ist, so geht es mir jedenfalls, muss ich dann immer noch weiterlesen. Ach, ich möchte noch wissen, was hinter dieser Tür ist. Oder wenn ich jetzt dieses Bild untersuche, was ich da finde, das möchte ich auch noch wissen. Ja, deswegen war es für mich extrem schwer, dieses Buch aus der Hand zu legen. Und ich habe eine Nacht tatsächlich, ja, bis 5 Uhr morgens, wo es dann wieder hell wurde, gespielt. Ja, und das spricht natürlich auf jeden Fall für das Buch. Was ich ein bisschen schade finde, ist unser Begleiter Sid, den fand ich ein bisschen langweilig. Ich finde, da gab es Potenzial, um noch ein bisschen lebhaftere Dialoge mit reinzubringen, vielleicht auch ein bisschen Humor. Wenn jetzt unser Begleiter vielleicht, weiß ich nicht, ein Poltergeist gewesen wäre oder ein bisschen jemand Verschrobeneres oder jemand, den wir nicht leiden können oder so, dass es da noch ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Ich weiß schon, warum Sid überhaupt eingeführt wurde, damit wir halt jemanden haben, der uns Hilfe leisten kann und uns Informationen geben kann. Aber ich hätte die Rolle ein bisschen anders angelegt, um das Ganze ein bisschen lebhafter, humorvoller, dynamischer zu machen. Und ja, das ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir. Aber ansonsten kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde auch, dass das Buch nicht so komplex ist von seinen Regelwerken. Also bei manchen Spielbüchern, da muss man sich erstmal durch seitenlange Regeln durchkämpfen. Und hier ist das, glaube ich, in 2 Seiten beschrieben, was man machen muss und wie man zu reagieren hat. Ich gucke noch mal nach. Okay, es sind 6 Seiten, aber sehr groß geschrieben und immer wieder unterbrochen mit Illustrationen. Also es ist wirklich für Einsteiger, die Spielebücher mal ausprobieren wollen. Und auch für welche, die diese Kämpfe und diese Spielerentwicklungen nicht so gern haben. Ich habe tatsächlich auch in den letzten Spielebüchern die Kämpfe immer überflogen und übersprungen, weil das auch mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Das macht man meistens mit Würfeln und muss bestimmte Punkte erwürfeln, um den Gegner zu schlagen zu können. Und man muss gewisse Fähigkeiten entwickeln. Das hat natürlich auch was. Aber ja, ich wollte dann lieber ein bisschen in der Story vorankommen. Und man hat natürlich immer Materialien dabei. Das heißt, man kann diese Spielebücher nicht überall spielen. Unterwegs ist das schwierig, wenn du Würfel, Stift und Block dabei haben musst. Also ich finde, ja, Stift und Block ist ja noch okay. Da könnte man das sich vielleicht irgendwie noch auf den Schoß legen. Aber wenn man dann mit Würfel oder Spielkarten oder so um die Ecke noch kommen muss oder sich das dann auch noch ausrechnen muss und so, ja, das hat mich dann immer so ein bisschen aus der Geschichte rausgerissen. Aber meistens gibt es auch immer noch eine Variante, dass man diese Kämpfe überspringen kann. Hier ist es aber einfach nicht vorhanden. Hier liegt einfach mehr das Augenmerk auf den Rätseln. Die Leute, die vielleicht auch so Escape Rooms und sowas gerne mögen, die sind hiermit auch sehr gut aufgehoben. Natürlich ist die Geschichte meistens auch nie so tiefgehend oder dass die Figuren besonders ausgearbeitet sind, weil der Fokus einfach auf das Spielen liegt. Aber ich fand hier die Geschichte schön geheimnisvoll und auch die Auflösung mochte ich. Wie gesagt, es gibt verschiedene Enden. Ich habe mir mehrere Enden durchgelesen, wie es hätte auch enden können. Man kann in solchen Spielebüchern auch immer wieder sterben und muss dann von vorne anfangen oder bei einem gewissen Speicherpunkt oder so. Und das macht natürlich auch den Reiz aus, dass man sich auch falsch entscheiden kann und ja, etwas ganz anders machen muss. Und vielleicht auch etwas übersprungen hat. Aber es macht auch einfach Freude, weil man manchmal hier auch so ein bisschen so ein Open-World-Gefühl hat, dass die Geschichte einen nicht so sehr am Kragen hat und dich dann immer irgendwo hinzwingt, sondern dass man zwischendurch auch wirklich Freiheiten hat, in welchen Raum man jetzt geht und denkt, ach, da war doch, da lag doch das und das oder da lag doch dieser Gegenstand, der könnte mir jetzt bei diesem anderen Rätsel helfen. Das heißt, man wird nicht nur geleitet von diesem Buch, es gibt natürlich immer Hinweise.
die darauf schließen lassen, dass man irgendwo diesen oder diesen Gegenstand jetzt bräuchte. Aber man muss trotzdem immer noch mitdenken und das macht Spaß, dass man auch so welche Freiheiten hat tatsächlich. Ja, also großer Spaß kann ich nur sagen. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe das auch bei den anderen Rezensionen gesagt. Es ist nochmal ein ganz anderes Leseerlebnis, wenn du als Leser der Protagonist bist. Genau, das ist auch nochmal eine Besonderheit von Spielbüchern. Die meisten reden dich nämlich in der zweiten Person an, also mit du. Das heißt, die Sätze, du gehst in den Raum und guckst dir das Bild genauer an, kommen hier immer so vor und es ist nicht in der Ich-Perspektive oder in der dritten Person, wirklich in der zweiten Person. Und ja, das ist schon was Spezielles. Es macht das Buch zu deinem eigenen Abenteuer und das ist natürlich auch ein bisschen aufregender, weil du da noch mehr drin steckst irgendwie. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, einfach mal zu probieren, vielleicht mit diesem Buch oder mit einem anderen, wenn euch ein anderes Thema anspricht. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei dem Verlag mal vorbei. Da gibt es viele Spielebücher in der Art zum Thema Science Fiction, aber wie gesagt auch High Fantasy. Oder was hatte ich letztens? Alice im Wunderland, eine düstere Adaption, fand ich auch richtig cool. Was die ganze Sache natürlich noch mehr auflockert, sind die Illustrationen, die wirklich sehr gut gelungen sind, wie ich finde, und sehr schön die Atmosphäre unterstreichen. Gleichzeitig natürlich auch die Rätsel möglich machen. Und ja, noch die Abbildungen hier könnt ihr sehen, hier eine Karte und hier eine Glühbirne. Ja, manche Zeichnungen sind einfach nur zur Unterstreichung der Geschichte und andere bergen Hinweise und manche sind natürlich auch ganz klar als Rätsel markiert, die man dann einsehen kann. Also es ist wirklich viel illustriert und macht Spaß zu durchblättern und anzuschauen. Ja, das war's von mir zu diesem Buch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch neugierig auf das Buch gemacht. Jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, ob ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt mit Spielebüchern und wie euch das ganze Konzept so gefällt, was ihr besonders gerne daran mögt und was nicht, ob ihr es lieber kompliziert, komplex möchtet. Oder ob ihr einfach nur ein bisschen rätseln wollt. Das interessiert mich sehr, weil auch wenn ich jetzt vier Spielebücher gelesen habe, bin ich da noch lange kein Experte und möchte mich auf jeden Fall noch weiter einlesen. Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns in den Kommentaren und lasst uns ein bisschen darüber austauschen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.